Herzlich willkommen, mein lieber Zwilling, zu deinen Energiebotschaften für die nächsten 7 bis 10 Tage. Wer kommt, was kommt? Schauen wir uns an, mit was du dich auseinandersetzen musst oder gar nicht erst sollst. Energiebotschaften für den Zwilling, bitte. Kurze Momente der Unsicherheit einer anderen Person gegenüber. Nicht wissen, wie du dich entscheiden sollst. Sehr, sehr starke Intuition. Heilung eines Dramas. Das Meer ist ausschlaggebend. Tiefe Gefühle. Kreativität, Kunst ausschlaggebend. Gut möglich, dass diese aus dir herausfließen möchten. Pläne, neue Pläne für die Zukunft. Ja, kurze Unsicherheit einer Person gegenüber. Gut möglich, dass es sich hier um ein Feuerzeichen, Luftzeichen, Erdzeichen handelt. Du möchtest Ausgeglichenheit. Du fühlst dich kurzerhand verunsichert, wo du hingehörst. Du bist sehr im Nachdenkmodus. Gut möglich, dass dies durch einen Trigger ausgelöst wird, der einen Schmerz in dir verursacht hat, schon vor mindestens 9 Monaten oder 9 Jahren. Doch dieses Drama, dieser Schmerz darf geheilt werden. Erinnere dich zurück, dass es ganz wichtig ist, dass du bei dir bleibst, zentriert bleibst. Gut möglich, wenn Partnerschaft ist, dass ihr kurzerhand überlegt, doch nicht lieber Single sein zu wollen oder Single zu werden. Doch das vergeht. Es sind kurze Momente der Unsicherheit. Wisst, dass ihr jetzt in den kommenden 10 Tagen sehr starke Impulse bekommen werdet, Ideen, Kreatives umsetzt, auf das ihr Pläne, erste Schritte einleitet für eure Zukunft, sehr, sehr weitreichend in die Zukunft. Das ist sehr, sehr langlebig. Ihr fangt sehr bescheiden an, denn ihr habt, was das Materielle angeht, sehr, sehr viel durchgemacht und ihr möchtet nie wieder auf irgendjemand anders angewiesen sein. Und aus dieser Basis heraus werdet ihr kreieren mit sehr einfachen, doch sehr effizienten Mitteln. Gut möglich, dass ihr etwas geschenkt bekommt, etwas Materielles. Das wird euch aber doch vom Stolz her zu wenig sein, sodass ihr sagen werdet, na, das hätte sich der oder die auch sparen können. Doch vielleicht kann diese Person nicht mehr geben und es geht ihr schlichtweg um die Geste. Bleibt in den kommenden 10 Tagen lösungsorientiert. Geht raus aus dem Kopf, hört auf eure Intuition. Bleibt vor allem bei der Wahrheit, euch selbst gegenüber, aber auch euren Nächsten. Ansonsten, ihr müsst nicht darüber sprechen. Ihr bestimmt, wann ihr euch entscheidet, ob ihr euch entscheiden wollt. Lasst euch nicht drängen. Definitiv wird ein ganz, ganz alter Schmerz geheilt. Ja. Raus aus dem Mangel, hinein in die Fülle, materiell wie emotionell.
Liebe Zwillinge, das wird eine super Woche, die auf euch zukommt. Bleibt standhaft und erinnert euch immer dran, wer ihr wirklich seid. Alles Gute, viel Liebe auf deinem Weg. Sei gesegnet. Ciao.